So, herzlich willkommen zurück zur Bionalu mit ihrem schönen Zoospiel. Wir haben jetzt mehrere kleine Äffchen von den roten Waris und von den Katas, also Nachwuchs bekommen. Den habe ich jetzt erstmal zur Sicherheit schön in unser Handelszentrum zurückgeschickt. Entweder wir machen da ein eigenes Gehege auf. Oder wir verkaufen später die Jungtiere. Im Moment weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich möchte nur nicht, dass sie sich jetzt hier wild verpaaren. Ich habe vor, hier noch ein zweites Gehege aufzumachen. Vielleicht nehmen wir diesmal gleich Glas. Länge 4 Meter. 2 Meter. Na gut. Ich möchte ja noch ein paar Schildkröten. Kurven mit eckigen Zäunen sind ein bisschen schwierig, aber es ist gut, dass man hier die Länge verstellen kann. Warum geht das nicht? So. Ich mache das Gehege mal diesmal nicht so groß. Die Schildkröten brauchen nicht so mega viel Platz. Sonst ist es nachher wieder bei 900 Quadratmetern und das wäre ja blöd. Okay, ist jetzt komplett ein Glasgehege, das ist aber auch in Ordnung. Und dann baue ich hier hinten noch ein zweites ran. Hoffe ich. Bei Barrieren, genau. Nochmal Glas. Hallo? Na gut. Wenn ich es noch länger mache, wird es nur kompliziert. Oh nein. Zwei Gehege, die nebeneinander sind. Das ist doch in Ordnung. So. So speichern wir mal gut, ne? Einwegspiegel. Verfallsrate hoch, Verfallsrate niedrig, erklimmbar. Ich weiß auch nicht, welche Tiere ich hier hin mache und ob die nachher gestresst sind, wenn die sich gegenseitig sehen. Das hier ist jetzt ein. Nicht kaputt, ne? Nee, sehr gut. Ja, ist schön, dass sie Nachwuchs bekommt. Ich muss jetzt hier aus dem Menü raus, schätze ich mal. Ich packe erstmal eine Tür rein, sicher, sicher. Gehegeeingang.
Jetzt will ich noch nach den Tieren gucken und wir hatten aufgeschrieben, die Galapagos-Schildkröte braucht nicht so ein Riesengehege. Woran sieht man nochmal, wie groß das Gehege ist? Mann! Geh doch mal! Wie groß bist du? Techniker, alle 6 Monate, Tierarzt, alle 3 Monate, Tierpfleger öfter. Tiere. Quadratmeter. Die Schildkröte braucht etwa die Hälfte. Sehr gut. Dann holen wir jetzt mal welche. Nicht. Art. Die. Galapagos-Riesenschildkröte. Gibt's gerade nicht. Männlich und weiblich. Bin ich hier noch im Tier? Ach, im Tiermarkt muss ich gucken, na klar. Zwei Weibchen. Ja, die eine lebt nicht so lange und die andere ist nicht so groß. Das ist nicht so gut. Dann gucke ich mal nach der anderen Schildkröte. Oder die Springbecken? Konnte man den nicht irgendwie schneller filtern? Bronze, Silber und Gold. So, dann zeig mal. Die Hyänen sind sehr attraktiv. Das haben wir hier. Galapagos-Schildkröte. Ah, die Aldabar-Riesenschildkröte hieß die. Hier gibt's nur eine, das ist aber gemein. Männchen und Weibchen, Schildkröte,
Na gut, in der Hoffnung, dass die Kinder kriegen, annehmen. Ah, geht nicht mehr. Siebenundfünfzig Jahre, wie lange sind die denn fruchtbar? Die Aldabar-Riesenschildkröte. Wie lange könnt ihr Kinder kriegen? Erzähl mal. Sterilität erstmal den Tod? Geschlechtsreif mit 25, okay. Also brauchen wir ein Tier, was wenigstens 25 ist. Männchen, Weibchen. Dann nehmen wir dich. Tja. Tja. Das ist jetzt alles nicht so dolle, wa? Aber ich nehme einfach mal ein Männchen, dann ist es halt klein. Dann sollen hier die Schildkröten rein. Tierpfleger. Wir brauchen Tierpfleger. Das wird jetzt ein Arbeitsbereich. Okay. Dann die Pflege. Du langweilst dich. Arbeitsbereich 1. Was zu tun. Okay. Und zwei Dinge. Hier sind zwei, hier sind zwei. Putzkraft vielleicht noch. Du kannst immer im Arbeitsbereich 1 rumlaufen und du im Arbeitsbereich 2. Du im Arbeitsbereich 1. Und Arbeitsbereich 2. Ist ein Tierarzt, Arbeitsbereich 1. Und du bist im Arbeitsbereich 2. Na, mal gucken.